Nämlich, wir haben das zweite Lehrstuhlporträt. Wir haben an dem Lehrstuhl für Marketing von Professor Dr. Kröppel-Klein haben ein paar Fragen gestellt, Interviews geführt. Die Frau Professorin hat uns ihr Team vorgestellt, ihre Assistenten, was die Forschung ist, die Lehre und so weiter. Und damit das alles nicht so theoretisch ist, haben wir uns auch einen praktischen Gast eingeladen, nämlich den Herrn Jensen von der ZF, der macht dort Marketing. Und das erzählt ihr euch nachher später. So, stellt euch folgende Situation vor. Ihr sitzt im Kino, es läuft noch die Werbung und es sind auf einmal knackige Cowboys, rassige Pferde, weite Prärie. Welches Produkt? Marlboro. Oder, neues Beispiel, eine Baustelle, so ein knackiger junger Mann, gut durchtrainiert, hat gerade Pause, macht sich eine Dose Getränk auf und alle Frauen in den Büros stürmen an die Fensterscheibe. Welches Produkt? Coca-Cola Light. Genau. Und all diesen Effekt, das ist Marketing oder das machen Marketing-Experten. Die machen natürlich noch viel mehr, wie die wissen, wo man Waren hinstellt, damit sie gekauft werden. Die wissen, die Bilder wirken, wenn man sie anschaut. Und hinter all dem steckt natürlich auch Lehre, Forschung. Und das wird hier in Saarbrücken an dem Lehrstuhl von Professorin Dr. Andrea Kröppel-Klein gelehrt. Die ist erst hier seit genau diesem Semester und ist noch in einem riesigen Umzugsstress. Also die Hälfte ist noch nicht angekommen, die andere Hälfte ist nicht ausgepackt. Und trotzdem hat sie sich die Zeit genommen, uns ihr Team vorzustellen, ihre Lehre, ihre Forschung, was bleibt, was sich ändert, warum, weshalb. Und das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. Hey, der war flüssig. Guten Tag, OrgaTV. Mein Name ist Andrea Kröppel-Klein. Und ich bin seit dem 1. April 2006 die Inhaberin des Lehrstuhls für Marketing und die Direktorin des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung hier an der Universität des Saarlandes. Ich bin hier die Fachvertreterin für Marketing. Mein Schwerpunktthema sowohl in der Forschung als auch in der Lehre liegt jedoch in der Erforschung des Konsumentenverhaltens. Das heißt, uns interessiert, wie der Einzelne denkt, fühlt und handelt. Ich bin Christian Germelmann, ich bin wissenschaftlicher Assistent hier am Institut für Konsum- und Verhaltensforschung und ich befasse mich in meiner Forschung insbesondere mit Medien und ihrer Wirkung. Vor allen Dingen interessiert mich im Moment, wie Medien im Zusammenhang mit klassischer Werbung wirken. Denn man weiß ja, dass in einer Zeit der Informationsüberlastung die Werbung kaum noch zum Konsumenten durchdringt und viele Unternehmen versuchen, ihre Informationen in klassischen Medienberichten unterzubringen. Wie das aus Konsumentenperspektive wirkt, dafür interessiere ich mich und einige von Ihnen werden mich vielleicht in der empirischen Übung jetzt im kommenden Sommersemester noch kennenlernen. Wir werden gemeinsam an einem Forschungsprojekt in dieser Richtung arbeiten. Mein Name ist Jörg Königsdorfer. Ich bin diplomierter Sportökonom und habe an der Universität Bayreuth studiert. Frau Professor Kröppel-Klein hat mich an die Viadrina nach Frankfurt-Oder geholt und seit kurzem bin ich jetzt am Lehrstuhl hier an der Universität des Saarlandes tätig, und zwar im Bereich der Akzeptanzforschung innovativer Technologien. Dies sind insbesondere Internetanwendungen auf mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel PDAs, Handys oder auch Smartphones. Mit Sportreich, ich habe noch so viel zu tun, dass ich mit dem Fahrrad an die Uni komme und hier Klickschuhe dran habe, aber alles andere hat nichts mehr mit Sport zu tun. Mein Name ist Anja Spilski. Ich arbeite jetzt seit April hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität des Saarlandes und ich beschäftige mich in meiner Dissertation mit fiktionalen Medien, also zum Beispiel mit Filmen, mit Fernsehserien und damit, wie man Marketing mit diesen fiktionalen Medien verbinden kann. Man könnte zum Beispiel Produkte in Filme einbringen, man kann Filmausschnitte in Werbeanzeigen zeigen. Man kann um fiktionale Inhalte herum Reisen entwickeln und so weiter. Und mich interessiert daran, ob Konsumenten diesen Unterschied zwischen Realität und Fiktion merken oder ob sie das verwischen, verschwimmen lassen. Ich heiße Philipp Bröckelmann, bin auch jetzt zum April mit Professor Kröppel-Klein aus Frankfurt an der Oder nach Saarbrücken gekommen. Und wie Herr Königsdorfer forsche ich auch im Bereich des Mobile Business. Mein Forschungsbereich behandelt das Entscheidungsverhalten von Konsumenten am Point of Sale. So, das
das war jetzt erstmal die Vorstellung des theoretischen Teils, also der theoretischen Mannschaft. Und wir haben natürlich auch einen Gast für den praktischen Teil da. Das ist der Herr Jensen von der ZF, ist dort Marketingreferent. Sie haben in Saarbrücken studiert. Jawohl, ich komme ursprünglich aus Bremen, bin hier über die ZVS zwangsversetzt worden, wie so einige, glaube ich. Ja, habe mich hier eigentlich eingefunden. Das Studium ist ja doch sehr gut. Und ja, bin bis heute noch hier geblieben. Es gefällt mir. Ich habe hier einen guten Arbeitgeber gefunden. Und genau, die ZF. Genau. Können Sie was darüber erzählen? Weil also mir ist ZF jetzt als Autoteile irgendwas bekannt, aber mir auch ZF nicht. ZF kennt, glaube ich, kaum jemand. ZF ist über die Jahre mittlerweile zu einem der größten Automobilzulieferer gewachsen. Bekannt häufig für Getriebe jeglicher Art. Und in unserem Bereich, da produzieren und entwickeln wir Pkw-Getriebe jeglicher Art. Und da gibt es auch eine Marketingabteilung intern, ja. Sehr groß, klein? Da haben wir eine kleine Marketingabteilung, verantwortlich für den Unternehmensbereich, also ein dezentral aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, jeder Unternehmensbereich hat nochmal neben der zentralen Marketingabteilung eigene Marketingabteilung. Und unser Aufgabengebiet erstreckt sich dann über 6 verschiedene Standorte im In- und Ausland und decken den gesamten Bereich, sag ich mal, von Presse bis klassischen Marketingthemen ab. Genau, und auf diese Themen gehen wir gleich nochmal ein, Pressearbeit, was alles zur Kommunikation, was alles zum Marketing gehört, das wollte ich sagen. Und dahinter steht natürlich auch die Forschung, die Lehre, und wie das an unserem Lehrstuhl jetzt hier vorgeht, das zeigen wir euch jetzt. Als Fachvertreterin für Marketing besteht mein Fach aus 3 verschiedenen Vorlesungen plus Übungen und Seminaren. Die erste Vorlesung ist zum Thema Marktforschung, also eine sehr klassische Veranstaltung des Marketing, wo das Handwerkszeug vermittelt wird. Die zweite Veranstaltung nennen wir Konsumentenverhalten 1. Hier geht es vor allen Dingen um die affektiven und kognitiven Prozesse und ihre Bedeutung für die Werbung und Markenführung. Und schließlich haben wir noch Konsumentenverhalten 2. Hier geht es mehr um die nähere und weitere Umwelt des Konsumenten, also beispielsweise Familienentscheidungen, Einfluss der Kultur auf das Konsumverhalten oder des Lebensstils und auch Bedeutung dann für das internationale Marketing. Das Handwerkszeug eines jeden Marketingforschers ist natürlich die Marktforschung. Wir verwenden auf der einen Seite qualitative Methoden, wie beispielsweise projektive Verfahren, um das Konsumentenverhalten zu eruieren. Zum anderen nutzen wir natürlich auch die klassische Befragung, insbesondere wenn größere Stichproben uns zugänglich sind, oder auch Experimente, um eben halt herauszufinden, wie sich der Konsument verhält. Projektive Verfahren sind beispielsweise sogenannte Ballontests. Herr Königsdorfer, einer meiner Mitarbeiter, beispielsweise interessiert sich für die Fragestellung, wann Mobile Business von Konsumenten akzeptiert wird. Und dazu hat er beispielsweise einen Ballontest entwickelt, bei dem Konsumenten dann ganz spontan eine Art Comicstrip-Blase ausfüllen sollen, um damit ganz spontan ihre Ansichten und Gedanken und Empfindungen mitteilen sollen zu möglichen mobilen Serviceleistungen. Dieses Institut wurde ja von Professor Kröberil gegründet, und Professor Kröberil war damals einer der ersten, der die sogenannte elektrodermale Reaktionsmessung angewendet hat, um Werbewirkungskontrollen durchzuführen. Und diese Technologie haben wir damals schon in Frankfurt an der Oder, an der Europa-Universität Viadrina, weiterentwickelt. Das heißt, wir können jetzt elektrodermale Reaktionen auch am Point of Sale, also im Geschäft, einfangen und können beispielsweise herausfinden, welche Produkte im Regal den Konsumenten besonders aktivieren. Ich würde dich bitten, jetzt auf der Seite www.aktivitätenportal zu recherchieren und die Seite zu öffnen. Und jetzt bitte ich dich, dich auf der Seite anzumelden, und nachdem du dich angemeldet hast, kannst du alle Funktionen nutzen, und dann stelle ich danach ein paar Fragen. Mich interessiert jetzt deine Zustimmung zu der Frage,
ich warte darauf, dass die Nutzung mobiler Internet-Services billiger wird, bevor ich sie nutze? Würde ich teils, teils. Okay. Bei Anwendungen im mobilen Internet ist damit zu rechnen, dass Probleme auftreten. Stimme ich eher zu. Eher zu? Okay. Jetzt. So, das war jetzt schon mal die Lehre und die Forschung. Und was mich jetzt als Student interessiert, ich lerne das alles, aber kann ich das auch verwenden in der Praxis? Ja, mit Sicherheit. Also da gibt es eine ganze Menge, was man direkt anwenden kann. Mit Sicherheit einiges, was man erst im Beruf lernt. Das ist so das ganze Spiel rund um Organisationen, um Abläufe. Aber was immer gut anwendbar ist, wenn man jetzt im Bereich Werbung nimmt, die ganze Thematik ist notwendig, um hinterher im Job zum Beispiel eine Anzeigenkampagne bewerten zu können, um die Abläufe zu kennen. Das Thema Marktforschung, ganz wichtig. Wenn man da in Statistik sich nicht fit gemacht hat, dann sieht man da schnell alt aus. Ja, aber das sind wir jetzt auch, haben ein paar Beispiele genannt, was man so unter Marketing oder sich vorstellt, also Werbekampagnen und wie die Leute auf sowas reagieren. Was ist denn die Hauptarbeit eigentlich? Ist das so schöne kreative Arbeit, wie man sich das vorstellt? Ja, die kreative Arbeit ist meistens so das Bonbon zum Schluss. Das Hauptsächliche ist die ganze organisatorische Arbeit. Ich würde mal sagen, dass 70% Tagesgeschäft sind im Bereich des Marketing. Man muss organisieren, man muss Strippen ziehen, man muss koordinieren, man telefoniert, beantwortet E-Mails. Und das eigentlich Schöne, das Konzept, was man, an dem man so gerne arbeitet, worauf man hinarbeitet, dafür hat man meistens viel zu wenig Zeit und kann das vielleicht häufig auch erst in den Feierabendstunden machen. Ja, und jetzt habe ich was Trinken die Frage vergessen. ZF zum Beispiel jetzt. Wie sieht denn deine Werbekampagne aus? Also ich persönlich habe jetzt ehrlich gesagt von ZF noch keine Werbekampagne gesehen, so große Leinwand oder ein Kinospot. Was wird da gemacht? Ja, das ist nicht weiter verwunderlich. ZF als Zulieferunternehmen ist natürlich im Bereich B2B ansässig. Das heißt, wir machen Anzeigen in Fachzeitschriften, in Fachmedien. Man findet unsere Anzeigen in einer Automotorsport, in einer Automobilwoche und sprechen dort explizit Fachpublikum an und gar nicht mal die breite Masse. Ach so, also auch nicht den kleinen Bastler, der jetzt mal neue Stoßdämmer braucht, sondern eher schon so, wie jetzt keine Auto, ich nenne jetzt mal Automarken, VW, BMW. Ja, mit Sicherheit gibt es Unternehmensbereiche wie ZF Sachs, die haben Elemente wie Stoßdämpfer, die haben auch Handelsmarketing, die sprechen den Endverbraucher an. In unserem Unternehmensbereich haben wir Produkte, die direkt entschieden werden auf Vorstandsebene, ob die zum Einsatz kommen oder nicht. Das sind sehr kostspielige Zukaufteile und entsprechend haben wir also rein den Fokus eben auf die Top-Entscheider-Ebene. Ja, jetzt ist die Arbeit doch nicht so, wie man sich sie als Student vorstellt. Würden Sie das nochmal machen, wenn Sie doch die Wahl hätten? Jederzeit wieder. Ja? Also gerade, wenn man so ein bisschen ein dynamischer Mensch ist, wenn man Abwechslung braucht, wenn man gern mit Menschen agiert, aber auch gern mal ein bisschen kreativ oder konzeptionell arbeiten möchte, die Chance hat man in dem Bereich. Es war wahnsinnig anstrengend. Man hat häufig 5 bis 10 Projekte parallel. Die muss man alle handeln und es ist wahnsinnig stressig. Aber es macht viel, viel Spaß und ich würde es jederzeit wieder machen. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für so einen Neueinsteigerstudent, der jetzt doch ins Marketing will? Nun, man soll zumindest ein bisschen sich darauf einstellen, dass es viel Arbeit ist und dass es nicht nur die schöne konzeptionelle Arbeit ist. Man sitzt also selten direkt am Anfang, zum Beispiel an einer Anzeigenkampagne. Meistens muss man sich erstmal durch alltägliche Arbeit durchboxen. Okay, ja, das ist ja schon mal hier ein Einblick in die Arbeit als Marketing-Mensch, Marketing-Experte, wenn man es so nennen will. Aber natürlich haben wir noch einen dritten Teil von der Forschung, wie es da aussieht und was man da beachten sollte. Das seht ihr jetzt. Also ich bin wirklich der Ansicht, dass jeder, der sich mit Marketing professionell beschäftigt, einmal am Tag die Bild-Zeitung gelesen haben sollte, denn das ist das, was das Volk liest. Und außerdem gibt es eine Studie von Professor Klein und mir, wo wir gezeigt haben, dass Trends, die die Bild-Zeitung in Schlagzeilen nicht unbedingt setzt, aber doch aufgreift, konsumverhaltensrelevant sind. Die werden in der Tat bei Bildlesern konsumverhaltensrelevant. Von daher ist es schon keine schlechte Idee, die mal in der Hand gehabt zu haben. Jetzt sehe ich hier, wie der Arm auf Leiter ist. Das sind dann natürlich jetzt so
Aspekte, die nicht für den Konsumverhaltens relevant werden. Aber als die Bild-Zeitung eine lange Kampagne gefahren hat zum Thema Rente, konnte man tatsächlich nachweisen, dass Bildleser verstärkt auf Renten geachtet haben. Und nicht ohne Grund gibt es auch eine Kooperation zwischen Bild und Allianz, Bild Online und Allianz, wo Allianzprodukte, Rentenversicherungen insbesondere, über das Medium Bild Online verkauft werden. Das ist schon ein interessantes wirtschaftliches Ergebnis, was man dadurch erzielen kann. Es gibt die alte Regel, dass immer dann, wenn eine Wirtschaft sich in der Rezession befindet, dass dann Marketing weniger nachgefragt wird. Das halte ich persönlich für absoluten Quatsch. Grundsätzlich bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass jeder gute Student sich durchsetzen wird, wenn er denn tatsächlich hinter seinem Fach steht und dieses Fach auch wirklich mit Imbrust belegt hat und versucht, dort eben halt dann später auch beruflich tätig zu werden. Ich glaube, eine Sache ist ganz wesentlich. Hier lernen die Studenten natürlich sehr viel fachliches Wissen. Aber wie wir alle wissen, ist Wissen vergänglich und das, was wir heute lernen, kann vielleicht morgen schon nicht mehr relevant sein. Und deshalb glaube ich, dass es äußerst wichtig ist, dass jeder Student Selbstverantwortung lernt. Also in der Lage ist, sein eigenes Leben so zu gestalten, wie er sich das vorstellt, seinen eigenen Weg zu gehen, auch vielleicht manchmal gegen Widerstände, auch vielleicht manchmal einem Modetrend versuchen zu widerstehen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass eben halt der Student oder die Studentin während seiner Ausbildung hier an der Universität des Saarlandes diese Selbstverantwortung tatsächlich lernt und verinnerlicht. So, und jetzt habe ich noch eine bisschen privatere Frage. Sie waren ja auch Student. Wie waren denn dort die Partys? Ja, die waren wahrscheinlich nicht viel anders als heute. Wir haben natürlich auch immer gerne gut gefeiert. Wir haben natürlich auch Nikolausfäden gehabt. Die waren damals noch in der Mensa. Waren sehr spannend. Das Problem ist dann mit Sicherheit mal, wenn man mal ein bisschen zu viel gefeiert hat. Ich kann mich dann an eine Party erinnern, die wurde arg länger. Am nächsten Tag hatte ich eigentlich Seminarvortrag mit dem Kommilitonen. Und ich durfte dann via Telefon dem Dozenten erklären, warum ich an dem Morgen nicht kommen konnte. Es war ein bisschen peinlich, aber das gehört genauso dazu. Danke.